Hallo und herzlich willkommen zu Bauernfrühstück, der neuen Chess24.de Morgenshow. Mein Name ist Florian Kugler und ich moderiere heute das Ganze für euch. Okay, erste technische Sache, erstmal mich selber stumm schalten. Ich höre mich nämlich doppelt. Alright. Worum geht das in dieser Show? Im Endeffekt geht es um euch, die Community. Wir möchten nämlich einen Ausblick bieten. So, jetzt komplett aus. Einen Ausblick bieten, was passiert in der Woche. Was ist letzte Woche passiert? Also speziell natürlich einen Fokus auf die deutsche Community dabei legen. Aber natürlich auch auf andere Shows drauf eingehen, die passieren. Wir machen das Ganze Montag, Mittwoch, Freitag. Also am Montag, wie gesagt, ne, so ein kleiner Recap, was ist letzte Woche passiert. Wir werden auch immer ein Spiel der Woche zeigen. Also ich möchte da ein bisschen drauf eingehen, ein bisschen analysieren. Und da möchten wir auch euch bitten, schickt doch gerne eine E-Mail an bf@chess24.com mit eurem Highlight der Woche. Am besten das Ganze bis spätestens Sonntagabend, sodass wir uns das Ganze noch ein bisschen anschauen können. Am besten mit dem Betreff Game of the Week oder Spiel der Woche. Dann können wir das Ganze am Montag zeigen. Des Weiteren werden wir, wie gesagt, halt einen Ausblick darauf geben, was so passiert und was passiert ist. In dem Sinne wollen wir doch auch gleich damit anfangen. Vielleicht noch vorab kurz zu mir. Wer bin ich eigentlich? Der eine oder andere hat mich vielleicht schon beim Finale des FTX Crypto Cups gesehen. Da habe ich ja unsere liebe Kollegin Sonja Blum vertreten. Mein Name ist Florian. Ich bin seit Juli letzten Jahres, also seit knapp einem Jahr mittlerweile, bei Chess24. Bin mittlerweile der Content Manager des deutschen Teams seit nun knapp anderthalb Monaten. Ich glaube, ihr habt auch schon gesehen auf YouTube, auf Chess24. Es sind so unterschiedliche Sachen, die gerade passieren. Ich hoffe, euch gefällt's. Wir sind auf jeden Fall dabei, ein bisschen das Ganze aufzubauen. Die Nachrichten auf chess24.de sind ja auch up to date. Das gab es ja eine Zeit lang nicht. Das wurde ja ein bisschen schleifen gelassen. So. Also mittlerweile haben wir da ein sehr starkes Team, auch hinter den Kulissen, die uns hier tatkräftig unterstützen. Feedback, wie gesagt, sehr gerne in den Kommentaren, auf YouTube, in den Chats. Und ja, moin in die Runde, auch an den Chess24-Chat natürlich. Nordaue, Pater Kater. Welche Chats lese ich? Genau, kurz nochmal darauf eingehen. Wir machen diese Show tatsächlich nur auf Twitch und Chess24. Das ist nicht so wie wie in den anderen Shows, dass wir hier auch noch YouTube haben. Das soll ja eine entspannte Morgenshow sein. Dementsprechend will ich mich auch nicht auf drei Chats gleichzeitig konzentrieren. Das ist ein bisschen Überforderung am Morgen. Ihr kennt das vielleicht. Zumal heute bei mir, heute Nacht ist mein Plissé vom Fenster geflogen. Das war nicht so toll. Das hat mir ein bisschen den Schlaf geraubt. Carsten fragt gerade, wie oft gibt es diese Morgensendung? Diese Morgensendung soll jetzt quasi dreimal die Woche stattfinden. Montag, Mittwoch und Freitag. Jeweils ab 9 Uhr. Wie gesagt, heute ist halt immer so der Recap der letzten Woche. Also der Montag wird immer genutzt als Recap der letzten Woche. Und eine Vorausschau für die nächste Woche. Und wir spielen auch noch natürlich ein paar Partien Blitzschach. Beziehungsweise je nachdem, worauf ihr Lust habt, am Ende der Sendung. Also die geht heute auch 2 Stunden. Ein bisschen anderes Format. Dann Mittwoch haben wir eine weitere Show. Mittwoch möchten wir gerne ein neues Feature ausprobieren in der neuen Playzone.
Arena-Turniere. Habt ihr vielleicht schon gesehen, dass das mittlerweile möglich ist? Das soll ein Community-Turnier werden. Also das ist ein verstecktes Turnier. Den Link werde ich euch auch nachher nochmal schicken, beziehungsweise auf Twitch könnt ihr das mit Ausrufezeichen Turnier aufrufen. In den Chess24-Chat schicke ich den am besten auch gleich nochmal. Beziehungsweise später. Ihr könnt das Ganze ansonsten, ja, ihr könnt gerne alle dran teilnehmen. Wir wollen das so machen, dass die Gewinner dann auch auf eine Hall of Fame kommen. Wir haben eine extra eigenes gebaute kleine Webseite für diese Show. Und da wollen wir dann quasi, ja, die Gewinner zeigen. So ein bisschen die Verbindung herstellen zwischen euch, zwischen uns. Was können wir besser machen? Genau, das ist so die Überlegung dieses Formats. Und am Freitag dann werden wir ein bisschen auf Schach in der Popkultur eingehen. Wir haben da ein sehr schönes Beispiel jetzt für diesen Freitag zum Beispiel rausgesucht. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ankommt. Also so von wegen aus Serien, wie Schach da eingebaut wird, in Büchern, Hörspielen und so weiter. Da ein paar Beispiele rausmachen, das soll nicht zu lange gehen. Dann werden wir vielleicht den einen oder anderen Gast haben. Ich bin sehr gespannt, was da in der Zukunft auf uns drauf zukommt. Gerne Vorschläge auch immer an uns in den Chat. Dementsprechend, ich bin sehr gespannt, ob die Leute auch überhaupt Lust haben, so früh am Morgen schon in einer Show dabei zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass unser guter Jan da noch schläft. Dementsprechend, ich bin gespannt, ob wir vielleicht den einen oder anderen guten Schachspieler in diese Show bekommen am Morgen. Oder ja, vielleicht auch mal den Herrn Tietze oder Brian, wenn ihr Brian vielleicht mal sehen wollt, mit Perücke. Das wäre da auch mal was. Kugelbuch, ja, yeah, warum nicht? Ich bin gespannt, ich werde mal die Fühler offen halten, wer denn so ein Morgenmensch ist. Ich glaube, viele von den Jungs und Mädels sind ja eher so die armen Menschen. Aber ja, wir werden sehen. Gut, ich glaube, so viel von mir und über die Show und zum Intro. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt über eure Meinung, was ihr davon haltet. Ja, schreibt uns auch gerne eure Vorschläge, was wir anders machen können, was wir vielleicht noch einbringen können. Wie gesagt, alles an bf@chess24.com oder in den Kommentaren hier. Fuchs, er schreibt ja, lad doch mal jemanden ein, der vielleicht noch wach ist. Gut, die Nachteulen, die kriegen wir bestimmt auch ran. Aber wahrscheinlich müssen wir dann das Ganze noch ein bisschen nach vorne verlagern. Mal sehen. Gehen wir nun auf das ein, was in der letzten Woche passiert ist. Und hierzu wollte ich euch diese Übersicht zeigen. Und zwar ist gestern die Gelfand-Challenge zu Ende gegangen. Und ja, das war sehr schade. Bis gestern, also bis das Turnier ging ja über 4 Tage. Und für alle die es noch nicht wissen, die Gelfand-Challenge ist Teil der Challengers Chess Tour, quasi der Junior Champions Chess Tour, also alles von Chess24 auf die Beine gerufen. Und natürlich, ja, haben wir auch einen deutschen Teilnehmer bei diesem Turnier, und zwar einen sehr starken Vincent Keimer, wie ihr hier auf dem dritten Platz sehen könnt. Bis gestern noch, also auf dem ersten Platz gewesen, der Führende mit 12 aus 15 zu dem Zeitpunkt noch. Ja, und gestern leider keinen so guten Tag erwischt. Leider direkt die erste Partie verloren gehabt gegen den Russen Volodar Murzin. Und das war sehr schade, weil er auf Gewinn stand die ganze Partie lang eigentlich. Und dann sich am Ende ein bisschen verzettelt hat und somit eigentlich auch den Turniersieg dann verschenkt hat. Und was besonders schade darüber ist, denn der Gewinner zieht ja oder kriegt ein Ticket für das nächste Event der Champions Chess Tour, was am 26. Juni beginnt, bis zum 3. Juli geht. Und das ist natürlich eine große Möglichkeit für diese jungen Spieler,
ja, einfach auch mal gegen die besten Spieler der Welt anzutreten, ne? Also ich glaube, jeder Einzelne, wenn wir jung gewesen wären, hätte diese Chance super gerne genutzt. Und dafür kämpfen diese jungen Schachspieler, Schachspielerinnen. 10 sind es ja jeweils an der Zahl. Und was ich besonders beeindruckend fand bei der Gelf Run Challenge, ist einfach auch die Anzahl der gewonnenen Partien. Also wenn man sich die Events bei der Champions Chess Tour anguckt, ne, da gab es sehr viele Remisen, sehr viele schnelle Remisen. Und die Jungen und Mädchen in dem Turnier haben wirklich Fighting Chess gezeigt. Also wer sich den Index von David Smirn mal angeschaut hat, ich glaube, diese jungen Leute, die stehen da ganz oben. Ja, aber Glückwunsch natürlich an Gukesh, den 15-jährigen Inder, der ja auch der zweitjüngste Schachgroßmeister aller Zeiten ist. Zumindest noch. Und was ich besonders beeindruckend fand, ist, im Interview nach seinem Sieg hat er erwähnt, dass er jetzt gerade erst angefangen hat, mit Computern zu analysieren. Also seinen Schach. Und das muss man sich mal vorstellen, ne? Also heutzutage, wo ja die Großmeister eigentlich alles läuft über Datenbanken und so weiter. Und der Junge hat gerade erst angefangen, mit dem Computer zu arbeiten. Schon sehr beeindruckend. Und diesbezüglich habe ich mal eine kleine Partie rausgesucht, die ihm im Endeffekt den Sieg beschert hat. Und zwar war das die Partie gegen... Technik Flo. Ja, genau. Gegen Pragnananda. Das ist immer ein sehr, sehr schwieriger Name zu aussprechen. Ich kann mir den nur merken, weil da im Endeffekt ja Anand drin steht im Namen. Dementsprechend. Hier wird gerade die Frage gestellt von Marcel: Wird die Playzone auch bald in die App eingeführt? Ja. Also tatsächlich wird gerade fleißig dran gebaut. Ich weiß noch nicht, wie viel ich tatsächlich da auch schon sagen darf, kann. Aber es wird noch mal eine Überarbeitung geben. Müssen uns da noch ein bisschen gedulden. Aber wir sind da einer ganz großen Sache auf der Spur. Und ja, innerhalb der nächsten, ich sag mal Monate, sollte das alles passieren. Bitte da ein bisschen Geduld. Das IT-Team wurde gerade neu geformt und ja, die müssen sich auch alle erstmal zusammenfinden, aber wir haben da wirklich sehr, sehr gute Leute jetzt mittlerweile am Start. Vor allem auch mehr, sodass wir hoffentlich demnächst euch eine tolle Gaming-Experience liefern können. Aber ja. Übrigens, ne, wir werden heute, nachdem ich jetzt diese Partie gezeigt habe von Gukesh um Pragnananda, auch ganz entspannt noch ein paar Partien spielen, einfach um easy in den Montagmorgen zu starten. Und das könnt ihr nachher gerne auch in der neuen Playzone machen. Also da gerne dann mich nachher herausfordern. Aber alles mit der Zeit. Schauen wir uns erst einmal diese Partie an. Und ja, ich habe das erwähnt mit den Büchern und mit der Computeranalyse, weil Gukesh in dieser Partie hier auch eine sehr schöne Computer-Variante gefunden hat. Für all diejenigen, die den Trailer gesehen haben, das ist übrigens die gleiche Tasse. Generell, Chat, wie geht das von der Lautstärke mit der Musik? Passt das so im Hintergrund? Ist das zu laut? Ist das zu leise? Wie gefällt das Layout? Gerne einmal Daumen hoch, Daumen runter, kurzes Feedback geben, dass ich weiß, ob alles okay ist. Könnt ihr mich eigentlich auch gut verstehen? Okay. Gehen wir mal kurz ins Schach. Jo, passt alles. Perfekt. Dankeschön. Sehr schön. Ja, die Eröffnung, die ist ja weitgehend bekannt. Bis hier ist das alles ganz normal. Sehr zweischneidige Geschichte. Ich finde das immer sehr, sehr spannend, dass das Schwarz sich dazu entschließt, seine Bauernstruktur halt aufzugeben.
Kriegt dafür natürlich Gegenspiel. Das Feld D5 ist ganz wichtig. Und dieser Zug H4, das wurde dann nachher auch im Oslo-Broadcast thematisiert. Das hat Gukesh jetzt tatsächlich mit dem Computer rausgefunden. Das ist ja so dieser Alpha-Zero-Approach. Von wegen, wir greifen mit dem H-Born an, ne? Schicken den vor. Vielleicht können wir den Turm nach H3 befördern. Turm nach G3, greifen irgendwann an. Ich finde das so witzig, denn früher als Kind, also ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich habe, glaube ich, meine erste Partie mit H4 eröffnet. Turm H3, A4, Turm A3 und dann die Türme irgendwie vor die Bauern gestellt und versucht, matt zu setzen. Ja. Und jetzt mittlerweile kommt das halt auch in den Großmeisterpartien an, von wegen, wir schicken mal den H-Bauern vor, ziehen den Turm raus und greifen mit dem Turm an, den König. Ich finde das sehr cool, diese Entwicklung im modernen Schach. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Und zeigt im Endeffekt auch, ist es gar nicht so einfach, sowas zu verteidigen. Also meistens ist es dann tatsächlich doch so, derjenige, der angreift, hat bessere Chancen im Schach. Ne? Es geht ja im Endeffekt noch ums Mattsetzen und diesen Druck auszuhalten, ist gar nicht so einfach. Also ich finde das immer einfacher, der Angreifer zu sein als der Verteidiger. Okay, schauen wir uns ein bisschen weiter die Partie hier an. Nochmal für alle, die jetzt vielleicht gerade erst eingeschaltet haben, warum zeige ich die Partie? Wie man hier ja sehen konnte, in der Tabelle am Ende Gukesh lag vor Pragner aneinander. Und das auch nur wegen der Feinwertung, weil Gukesh am Ende gegen ihn gewonnen hat. Und dadurch hat er das Turnier für sich entscheiden können. Deshalb schauen wir uns das gerade an. Lausiness, guten Morgen. Darf ich fragen, wer vor dir Content Manager bei Chess24 war oder ist dieser Posten neu geschaffen worden? Dieser Posten ist neu geschaffen worden. Im deutschen Bereich. Also ich mache das ja nur für den deutschen Bereich. Und es gab es vorher nicht so wirklich. Also die Spanier haben halt Tivis, ne, der sich das Ganze angeschaut hat. Im Französischen ist Laurent. Jan hat das halt viel auch hier gemacht. Aber halt nicht so das Auge drauf geworfen. Quasi alle Bereiche abgedeckt. Und das versuchen wir jetzt mit dieser Position zu machen. Es gibt natürlich viel auch zu lernen, dadurch, dass diese Position vorher nicht da war, ist das natürlich auch ohne Vorerfahrung da. Das heißt, man muss sich sehr viel selber aneignen und das braucht so ein bisschen seine Zeit, aber wir kriegen das hoffentlich alle hin. Und dementsprechend sind wir natürlich auch immer auf euer Feedback drauf angewiesen, ob alles okay ist. So, sorry. Kurze Zwischenfrage. Weiter mit der Partie. Dieses Lavieren finde ich auch immer sehr spannend von Großmeistern, von wegen, hier hat Schwarz jetzt seinen guten Springer auf D5 gegeben, um die Bauernstruktur zu festigen. Der Springer deckt den Bauern C4, verhindert, dass die Dame nach A4 kommt, also steht eigentlich ganz gut. Relativ entspannt für Pragnander, deshalb hat die Engine Bar hier, hat man ja auch gesehen, eigentlich ja ein bisschen ausgeschlagen. Und jetzt geht's halt weiter auf der H-Linie. Wir greifen an. Und Pragnander kann nicht zulassen, dass hier H6 kommt, weil dann die Bauernstruktur am Königsflügel und die Königsstruktur, also der Königsflügel einfach zu schwach wird. Wenn man H6 zulässt, machen wir einfach mal Rochade, ne? Als Beispiel. Okay, das geht jetzt nicht. Das ist halt dieser Ansatz, den ich gemeint hatte, so von wegen, wir ziehen den H-Bauern vor, machen den Rooklift, ist das eingedeutschte, wie sagt man, Turm auf die dritte, eine Turmüberführung. Genau. Und greifen einfach an. Und man sieht hier schon, die Engine Bar
die schlägt aus. Wir haben hier schon einen klaren Vorteil für Weiß. Einfach, ja, der Turm hier steht echt. Turmschwenk. Ein Turmschwenk. Vielen Dank. Danke, Fuchs. Ja, danke. Danke, Bornhaus. Remi niemals sagt guten Morgen. Eine gute Idee für Kurzarbeiter. Ja, freut uns. Freut mich, dass es dir gefällt. Ich denke, gerade die Leute, die jetzt erst so aufstehen, ne, einen entspannten Start in den Tag haben wollen, ein Käffchen trinken. Dafür war das Ganze angedacht. Und auch, dass wir ein bisschen andere Zeiten mal angreifen, dass man nicht immer nur abends Content kriegt, sondern auch morgens. Okay, wieder zurück zum Schach. Beide Seiten verzichten hier, also ne, mit Turm A, Turm B1 hat Kukesh natürlich auch jetzt vollends auf sein Recht der Rauchade verzichtet. Und auch Pagnananda sieht nicht so aus, als wenn er jemals zur Rochade hier kommt. Schwarz ist hier so ein bisschen gefesselt. Der Springer, ja, ist gefesselt, weil der Turm hier hinten auf B8 angegriffen ist. Das heißt, wir drohen jetzt gerade auf C4 rauszunehmen. Mit dem Läufer und dem Springer. Zweimal angegriffen. Der Läufer verteidigt. Wenn der Springer nimmt, dann hängt halt der Turm. Und dann gewinnen wir eine Qualität. Das heißt, der Turm ist wieder zurück. Und auch Kukesh geht wieder zurück. was wäre eigentlich passiert, wenn Pagnananda jetzt gesagt hätte, er macht jetzt wieder Turm B8? Dann wäre es vielleicht nur eine Zugwiederholung geworden. Hätte mich mal interessiert. Damit C6. Ja, also man sieht hier, Schwarz hat nicht wirklich, also sehr, sehr passiv. Er kann den Turm nie nach G8 ziehen, weil dann H6 hängt, weil wir dann wieder Fesselpech haben. Turm H7 sieht sehr unnatürlich aus, wenn man dann irgendwie Dame C2 macht, den Turm angreifen kann. Ja, es ist nicht ganz so einfach, hier Züge zu finden für Schwarz. Also man muss abwarten und sehen, was der Angreifer macht. Und ja, Weiß versucht kontinuierlich seine Position zu verbessern. Gut, jetzt sieht das so aus, als wenn hätte Weiß den Bauern verloren, aber den holen wir uns natürlich zurück, indem wir hier Dame A1 die Schwerfiguren auf der A-Linie verdoppeln. Der Springer ist zweimal angegriffen. Muss dementsprechend wieder weg. Decken können wir ihn nicht. C3 ist dann, hängt auch nicht mehr. Dementsprechend müssen wir zurück nach B6 und können uns den A-Bauern holen. Und den Raum, den Weiß hat, ist natürlich ja, sehr, sehr gravierend. Das heißt, ja, Schwarz ist schon so desperate, seine Dame hier zu tauschen. Und jetzt sehen wir, der König ist hier in der Mitte gefangen und diese beiden Läufer entfalten ihre ganze Stärke. Und hier ist eigentlich schon, ja, so gut wie Ende. Also der Turm ist versteckt und ja, Schwarz kann eigentlich nichts machen, komplett behindert. Also die Figuren, jetzt nicht der Schwarze selber. Entschuldigung. kurz einmal Züge wiederholt. Man muss sagen, beide hatten hier nur noch 16 Sekunden auf der Uhr. Das heißt, Kukesh hat hier einmal die Züge wiederholt, um ein wenig Zeit dazu zu gewinnen. Die Zeitkontrolle war ja 10 Minuten plus 5 Sekunden. Was echt schon eine knüppeldicke Zeitkontrolle ist für so wichtige Spiele. Also bei der Chimis Chess Tour sind das ja 15 Minuten Partien mit 10 Sekunden Increment. Und das ist schon, also wenn man 10 Sekunden pro Zug macht und 2-3 Mal die Züge wiederholt, 30 Sekunden, da kann man schon wieder ordentlich überlegen. Aber mit 5 Sekunden, da machst du einen Zug, da sind deine 5 Sekunden eigentlich schon fast wieder weg. Dementsprechend, ja, muss man hier vielleicht auch mal ab und zu ein paar mehr Züge wiederholen. Hier hat der Pragnananda ein bisschen, ja, auch den Faden verloren. Also man hätte sich hier wahrscheinlich befreien können mit so G5, G6 Ideen. Wo man dadurch halt den Turm ein bisschen freier kriegt und dann vielleicht den Läufer nach G7 ziehen kann, den Turm rauskriegt. Meine Pfeile sind nicht so on point. So. Ist früher Morgen, Leute. Bitte entschuldigt das.
Genau. Aber jetzt nach F5, ja, haben wir wieder dasselbe Problem. Speziell solche Sachen wie G6 und G5 gehen jetzt nicht mehr, weil H-Schlägt G6 kommt. Also dieser König hat. Ja, also F5 hat sich so ein bisschen die eigenen Chancen weggenommen, weil man kann hier nichts mehr aufbrechen am Königsflügel. Und dadurch, ja. Weiß macht das einzig Richtige, bringt den Turm auf den Damenflügel, versucht hier ja entweder Turm A8, Turm A7, den C7 Bauern anzugreifen, beziehungsweise auch den, ja, den Läufer auf F8 nochmal zu fesseln, mit dem Läufer dann anzugreifen und hier entweder matt zu setzen oder sich den Läufer auf F8 einzuverleiben. Das sollte so der Plan sein. Hier fand ich sehr schön übrigens, wenn man hier G5 zieht. Chat, kurze Frage. Kennt ihr alle die Regel? Wie setzt Weiß hier matt? Na, wer hat's raus? Komm, Chat. Das wisst ihr. Wo ist das Matt? Ich sehe, Mini und Norderauer haben es beide. Richtig. Nimm stark an EPs en passant. Ente passante, jawohl. Sehr schön. Das ist echt ein sehr tolles Matt. Also, das feiere ich schon sehr, wenn man mit en passant Schachmatt setzen kann. Das sieht man nicht alle Tage. Das fand ich sehr, sehr schön anzuschauen. Das wollte ich euch bloß einmal gezeigt haben. Solche ästhetischen Schachmatts finde ich immer. Gerade am frühen Morgen, am Montagmorgen, wenn man entspannt in die Woche startet, möchte man doch ästhetische Sachen sehen, oder? Wie seht ihr das? Ja, und hier ist natürlich jetzt Ende im Gelände. Schwarz versucht nochmal hier mit Springer C8 zu tricksen. Vielleicht mit dem Turm gegen die zwei Läufer, aber der Rest ist nur noch Formsache. Die zwei Läufer sind zu stark, haben zu viel Raum. Und die Idee ist eigentlich relativ simpel. Man stellt irgendwie einen Läufer nach D7, spielt D5 und dann läuft dieser Bauer durch bis E8. Und Schwarz kann das Ganze nicht wirklich aufhalten. Also das Ganze ging noch ein bisschen weiter. Ich glaube, Gukesh hat sich das ein bisschen schwerer gemacht als notwendig. Aber ja, hier kommt die Idee halt. Nach E schlägt D5, kommt Läufer D7 und wir laufen. Und das Tolle ist ja, selbst wenn Schwarz seinen Bauern gibt. Ja. Ja, Nordau hat auch recht, wenn man mit einer kurzen Rochade oder mit einer langen Rochade Schachmatt setzt. Sieht auch immer schön aus. Ja, und so ging die Partie zu Ende. Und ja, zu dem Zeitpunkt war Pragnananda noch vor Gukesh. Aber sowohl Keimer als auch Pragnananda hatten gestern keinen so starken Tag erwischt. Sodass Gukesh sich dann doch noch vorbeischleichen konnte. Ich finde es ganz cool. Denn Prag hatte ja das letzte Turnier gewonnen, die Polgar Challenge. Und somit haben wir mal einen neuen Gewinner bei der Challengers Chess Tour. Also ich bin sehr gespannt, wie der 15-jährige Inder seine Chancen nutzen wird. Jetzt ab dem 26. Juni. Finde es aber natürlich auch schade, dass Vincent das Ganze nicht geschafft hat. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Hier an der Stelle die Frage: Hättet ihr denn eigentlich mal wieder Lust auf einen Geschwätzblitz mit Vincent? Oder, ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir es ja auch mal hin, ihn am Freitag hier in die Show zu holen und mal zu interviewen. Aber wie ist denn da so das Interesse? Gerne auch das in die Kommentare oder als Feedback an uns. Aber ja, ich find Vincent einfach einen sehr, sehr spannenden Charakter, gerade weil er auch mit Peter Lico zusammenarbeitet. Man sieht auf jeden Fall den Einfluss von Peter. Dieses strategische Spiel
sehr, sehr ruhig. Sehr beeindruckend, wie Vincent eigentlich in seinem Alter, wie abgezockt und abgebrüht er teilweise die Partien zu Ende spielt und auch strategisch, positionell, wie er sich da aufbaut. Sehr schön anzuschauen. Also ich glaube, wir werden noch vieles Gutes von Vincent sehen. Matt in 1 mit En Passant kommt auch gut an. Schuhschachanfänger. Ja. Nee, das ist. Also ich finde das immer sehr, sehr schön. Und vor allem ist es sehr einprägsam. Also wenn man Matt in 1 mit En Passant macht, gerade für Leute, die die Regeln noch nicht so wirklich kennen, das prägt sich einen dann auch von wegen, ah, En Passant geht, wenn der Gegner seinen Bauern 2 Züge vorsetzt, dann kann ich auch den Bauern schlagen. Ich glaube, das ist so das beste Beispiel, wie man diese Regel beibringt. Genau. Was ist aber letzte Woche noch passiert? Wir hatten den Anfang des Banter Blitz Cups. Und zwar war in der Gruppe B Alexander Donchenko gestartet. Konnte sich noch in der ersten Runde gegen Jannik Gozzoli durchsetzen. Und ist dann aber leider gegen Ray Robson, den sehr starken jungen Amerikaner, ausgeschieden. Ich fand das super, wie Alexander das gemacht hat. Also das Erklären während des Schachspielens. Und ich glaube zu meinen, dass er das lieber auf Englisch gemacht hätte, weil ja, er da einfach in dem Flow ist, auch weil die Organisatoren alles auf Englisch erklären vorher. So muss er halt switchen von Englisch auf Deutsch. Aber ja, durch unsere Anfrage hat er sich trotzdem dazu entschieden, das Ganze auf Deutsch zu machen. Ich fand es sehr gut erklärt, also wirklich phänomenal. Einfach die Gedankengänge des Großmeisters zu hören, während er spielt. Beeindruckender allerdings noch mehr ist Liam Le Quang, der mittlerweile auch Amerikaner ist, glaube ich. Also er wohnt auf jeden Fall in St. Louis. Ich bin mir noch nicht sicher, ob er auch seine Staatsbürgerschaft schon geändert hat. Auf jeden Fall ziehen momentan ja sehr viele dahin. Also ich glaube auch Levon will demnächst dahin gehen. Also Levon Aronian. Ja, aber es wird auf jeden Fall noch mehr Unterhaltung für euch kommen in diesem Banterblitz Cup. Wir sind ja momentan im Qualifier C. Da sollte morgen. Genau, Peter Swidler gegen. Und ne, heute wird das Ganze sein, glaube ich. Peter Swidler gegen Adiban spielen. Für all diejenigen, die das Ganze verfolgt haben, Peter meinte gestern noch, von wegen, dass er Angst hat, dass Adiban sein erstens B3, wo er ja auch im Chessable-Kurs gemacht hat, dass wenn der das durchzieht, dass Peter keine Chance hat. Ich bin sehr gespannt. Also ich finde es auf jeden Fall immer sehr interessant, Peter Swidler oder generell die Supergroßmeister dabei anzuschauen, wie sie hier ihre Gedanken fassen, wie sie Partien angehen. Gerade mit kurzer Bedenkzeit ist es ja doch nochmal was anderes. Also für all diejenigen, die das noch nicht gemacht haben, versucht doch mal eine 3-Minuten-Partie zu spielen, während ihr dabei redet. Das ist echt nicht einfach. Also zu reden und dabei Schach zu spielen, das ist also over the board, wenn ihr am Brett seid. Wer sind sie eigentlich? Lutschteck. Meinst du mit sie mich? Dann, ich bin Florian. Hi. Und du? Oder sie? Genau. Ja, also ich finde das sehr beeindruckend. Aber um nochmal auf den deutschen Content zurückzukommen. Ab Sonntag beginnt der Qualifier E. Turniere. Wo haben wir sie? Ach Leute, ich hatte mir das gerade noch rausgesucht. Genau, jedenfalls werdet ihr Matthias Blühbaum in der nächsten Gruppe sehen. Und er spielt gegen einen Letten. Wer war das noch? Banterblitz. Das ist der Vorführeffekt, liebe Leute. Ich entschuldige mich vielmals.
Qualifier, Qualifier H, Qualifier G, Qualifier F, Qualifier E. Genau. Ab Sonntag Matthias Blühbaum gegen Arthurs Nexans. Also der nächste Deutsche, auch einer der Prinzen, der hier am Bantablitz Cup dran teilnehmen wird. In einer sehr starken Gruppe, wie ich finde. Wir sehen hier Vidit, Laurent Frissinet, Ayan Tari, der junge Norweger. Das wird auch ein sehr spannendes Match. Ich würde fast sagen, dass hier Tari den Vorteil hat. Gawain Jones, auch sehr starker Bitspieler, hat auch jetzt dran teilgenommen gehabt an der letzten Champions Chess Tour Event. Also Matthias wird hier, ich glaube, die erste Runde entscheidet er für sich. Gegen Gawain Jones wird es schwierig. Gib ihm aber trotzdem eine 55 zu 45 Chance. Einfach weil er jünger und frischer ist, glaube ich, als Jones. Und dann im Finale wird das dann wahrscheinlich aber gegen Vidit gehen. Und das wird ganz schwer. Also da glaube ich, dass Vidit ins Finale einziehen wird. Aber ich bin gespannt. Aber nicht, dessen nicht genug. Also wir haben noch mehr für euch. Und zwar wird im Qualifier F. F oder G? G. Also ich glaube, im Qualifier G werden Rasmus Swane und Niklas Huschenbeet antreten. Zwei weitere Deutsche. Und Jeb. Im Qualifier H werde ich dran teilnehmen. Ich bin gespannt. Also, es sind ab dem 2. Juli wird das Ganze passieren. Es sind also noch 3 Wochen Zeit. Ich bin fleißig am Trainieren. Und dazu nochmal kurz zu euch. Ich habe seit 7 Jahren kein Turnierschach mehr gespielt. Das ist eine ewig lange Zeit. Okay, ist vielleicht eine Lüge. Ich glaube 6. 2015 war, glaube ich, mein letztes offizielles Turnier. Aber ja, wir steigen wieder ein ins aktive Schach. Und wir challengen die Großmeister im Qualifier H zum Bantablitz. Ich habe Bock. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze wird. Drückt die Daumen. Aber ja, man sieht halt schon, ne, wer im Finale ist hier. Jan Krzysztof Duda, Liam Nikong. Das sind schon namhafte Spieler hier. Also das wird sehr schwierig, da einen Stich zu sehen. Aber erstmal dahin kommen. So, was haben wir noch für euch geplant diese Woche? Shows. Dieses Duo wird wieder stattfinden. Und zwar diesen Freitag um 18 Uhr werdet ihr wieder die Chance haben gegen Rustam und Sonja. Das, glaube ich, beliebteste Hand and Brain Chess 24 Duo zu spielen. Sonja wird wieder die Hand sein, soweit ich weiß, und Rustam das Brain, so wie sie das beim allerersten Mal gehabt haben. Ich bin sehr gespannt, es ist auf jeden Fall immer super unterhaltsam, super witzig. Schaltet auf jeden Fall ein. Ihr könnt natürlich auch sehr gerne Fragen an Rustam stellen. Ich denke, es wird auch sehr spannend zu sehen, was er zu berichten hat, oder zu hören, was er zu berichten hat, wie denn Fabis Eindruck vom Superbad Classic war, das ja auch noch stattfindet, das Superbad Chess Classic, das erste Turnier der Grand Chess Tour, wo wir auch mal kurz reinschauen können, das findet noch statt. Und wir sehen, Shakhriyar Mamedyarov führt das Ganze an, der ja lange Zeit, ich abstinent war vom aktiven Turnierschach, also etwas längere Zeit, da er ja Vater geworden ist. Und ja, sehr beeindruckend hier in Führung liegt, hintereinander Levon Aronian und Fabiano Caruana besiegt hat. Sehr beeindruckende Leistung bisher vom Aserbaidschaner. Also ich bin gespannt, ob er jetzt auch noch in der letzten Runde gegen Maxim
versucht zu gewinnen oder ob das in einem Remis ausgehen wird. Auf jeden Fall zeigt er doch deutlich schöneres Angriffsschach als sein Landsmann, der gute Temur, der ja doch sehr viel Kritik einstecken musste in letzter Zeit. Wie seht ihr das Ganze? Wie seht ihr seine Leistung? Findet ihr das gut? Er hat ja auch gemeint, so ja, müssen ja viele Turniere und ich will ja keine Elo verlieren, dann werde ich nicht mehr eingeladen. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt thematisieren soll, aber ja, ich finde das ein bisschen schwach für einen Supergroßmeister zu sagen, ja, ich will hier nicht zeigen meine Eröffnungen und so weiter bei so Turnieren, weil dann werde ich nicht mehr für die anderen eingeladen. Das ist ein bisschen Paradoxon, oder? Jo. Okay. Genau, das leider viele schnelle Remis, ja. Sheep 1965 sagt es. Sehr viele. Ja, vor allem, ich sag mal, Remis an sich habe ich ja, ne? Es ist nun mal Teil des Schachs. Kann man ja nichts gegen sagen. Aber diese forcierten Remis-Varianten, das ist schon langweilig. Also, die Leute verdienen ja auch ihr Geld damit. Und nicht nur wenig. Ja, richtig. Fuchsherr. Also, er hat gezeigt, dass er es auch anders kann. Aber dann, warum denn nicht immer so? Also, mal gucken, wie das Ganze weitergeht. Ja, es ist kontrovers. Also, ich finde es halt schade, das so zu sehen. Weil, ja, wenn die Leute, ne, das ist ja so, als wenn Roger Federer und Novak Djokovic auf den Platz kommen und irgendwie sich die Bälle so ein bisschen hin und her spielen und dann haut einer den Ball ins Aus, weil er keinen Bock mehr hat. Dann haut der andere den Ball ins nächste aus, weil der keinen Bock mehr hat. Gut, bei denen gibt es kein Remis. Das ist vielleicht die falsche Aussage, aber es ist so ein bisschen Arbeitsverweigerung, oder? Ich meine, normaler arbeitender Mensch, der arbeitet ja auch 8 Stunden am Tag und sagt, ich mache heute nur 4, weil ich es kann. Jo, so, apropos spannendes Schach. Am Donnerstag werden wir den Herrn des deutschen Schachs sehen. Jan hat sein nächstes Geschwätzblitz. Wie er letzte Woche gezeigt hat, streamen wir ab sofort die Geschwätzblitze in der neuen Playzone. Innerhalb dieser Woche haben wir da auch neue Layouts. Also bei den Lubis gestern habt ihr schon gesehen, hatte ein neues Thumbnail. Also wir sind da gerade dabei, auch neue Layouts für die Show zu generieren. Dass wir da das für die neue Playzone anpassen und das alles ein bisschen moderner und schöner aussieht. Da das Ganze ja schon ein bisschen, ja, Überholungsbedarf hatte, die alten Layouts. Schon sehr, sehr lange. Und ja, dementsprechend Jan am Donnerstag um 18 Uhr. Also diese Woche ist sehr voll gepackt, wie ihr sehen könnt. Wir haben Montag, Mittwoch, Freitag die Morgenshow. Heute Abend für alle Chess24 Premium User Lobis Lernstunde. Gekonnt durchs Endspiel Läufer gegen Springer. Also wenn ihr da noch nicht reingeschaltet habt, dann schaut gerne vorbei. Das ist im Endeffekt wie eine Videoserie, die sie jeden Montag zeigen. Also wirklich sehr, sehr schön erklärt, sehr schön analysiert. Ich bin großer Fan. Dementsprechend schaltet ein. Auch da werden wir übrigens demnächst ein überholtes Layout sehen. Einfach, dass das Ganze ein bisschen moderner ist, schöneren Anklang hat und auch angenehm ist für die Augen. Seid gespannt. Genau. Und dann am Sonntag Matthias im Geschwätzblitz.
das ist so die Aussicht für diese Woche. Nico Pascha sagt, worüber reden wir? Bin gerade dazu gekommen. Ich habe gerade ein bisschen Ausblick gegeben, was so die Woche passiert. Genau. Wir haben verschiedene Geschwätzblitzes. Hand in Brain mit Rustam und Sonjan kommt wieder. Also das ist eigentlich so mein Highlight der Woche. Die beiden zu sehen. Die harmonieren halt wirklich wunderbar. Dementsprechend seid dabei. Aber natürlich, Chat, morgen 21 Uhr. Was ist da? Ich glaube, das Highlight der Woche. Für alle, selbst für alle Schachspieler. Und zwar Deutschland beginnt sein Spiel. Ja, die EM gegen Frankreich. Also ich bin hyped. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ich habe Bock auf Fußball. Ich habe Bock auf, ja, ein bisschen Euphorie. Also ich habe hier durch Hamburg, wir sitzen ja hier in Hamburg im Studio, schon sehr viele Autos fahren sehen. Mit sehr vielen Flaggen im Auto. Also ich find's cool. Lausines sagt, mit Rustam nicht zu harmonisieren, könnte schwer sein. Ja, das stimmt. Rustam ist einfach einer, den muss man mögen. Und ich glaube, es ist wirklich. Aber es ist ja wirklich so. Nicht jeder kann ja mit jedem, also selbst wenn du noch so nette Persönlichkeit dir gegenüber hast, heißt ja nicht, dass du unbedingt eine gute Harmonie hast in der Kommunikation und in der Konversation. Und das kriegen die beiden auf jeden Fall hin. Also ich finde das super. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Chat. Aber ich habe Bock auf ein bisschen Schach. Ihr könnt mich herausfordern in der neuen Playzone. Ich heiße Chessflow. Für all diejenigen, die nicht wissen, wie das mit dem Herausfordern geht. Ihr geht auf Spielen. Jetzt Spielen. Benutzerdefinierte Person. Ihr müsst gegen User. Es ist alles noch ein bisschen clanky. Aber das wird. Übrigens, ne? Das ist auch so, das soll auch so ein Feature sein, was wir in dieser Show machen. Wir gehen mit euch ein bisschen durch die Funktionalitäten der Seite durch. Also, wenn ihr irgendwas erklärt haben möchtet, sagt uns doch gerne da auch da Bescheid. Wir versuchen so ein bisschen alle neuen Features mal zu zeigen, was möglich ist. Also, ne, nochmal, wenn ihr jemanden herausfordern wollt, jetzt gerade auch für Geschwätzblitze mit den Großmeistern, dann geht ihr auf Jetzt spielen. Benutzerdefinierte Partie, geht hier auf Gegenuser und dann gebt ihr hier zum Beispiel Tupac. Schachwine, wenn ihr Jan herausfordern wollt. Donnerstag. Dann könnt ihr hier eure Zeit einstellen. Für heute machen wir mal 3 Minuten, 5 Minuten so im Dreh. Inkrement 3 plus 2. Und dann noch gewertet. Denkt dran, diesen Gewertet-Button anzuklicken. Ich habe das auch schon, da sind wir auch mit Kommunikation mit der IT. Das wird demnächst so geändert, dass dieser Gewertet-Button auch automatisch getoggelt wird. Ich sehe, ich habe eine Herausforderung von Nodau. Here we go. Und zwar switchen wir hier. Transition. Nodau, bist du da? Ja. Es geht los. Ein Sizilianer. So, jetzt mal schauen. Erste Partie on stream. Ich bin ein bisschen aufgeregt, Chat. Wünscht mir Glück. Huh. Ich spiele eine Variante, die ich jetzt in letzter Zeit sehr gerne gespielt habe. Erst Springer F6 und dann Springer C6. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen modern geworden zur Zeit. Also Sofortläufer B4 ist nicht so gut. Kommt irgendwie Dame G4. Nee, Dame G4 geht nicht. Achso, E5 und dann Dame G4, genau. Das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Variante. Viel Glück und vor allem Können. Vielen Dank, Schieb 1965.
Platos Vater, sehr angenehm. Musst nur aufpassen, nicht einzuschlafen. Sehr beruhigend, die Stimme. Vielen Dank. Das freut mich zu hören. Man weiß ja immer nicht so, wie das Ganze ankommt. Also, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber wenn man sich selber irgendwo auf Kassette oder Video damals gehört hat, die Stimme hört sich ja ganz anders an. Ist ja auch logisch, weil man hat ja einen ganz anderen Eindruck, wie man seine Stimme wahrnimmt. Als die anderen Leute. Dementsprechend, ich bin da immer nicht so, ich weiß immer nicht, wie meine Stimme so ankommt bei anderen Personen. Die Uhren sind beide gleich. Vor allem sind die gar nicht... Ach ja. Okay, machen wir gleich mal. Kurz Technikflow rausholen. Vielen Dank für den Hinweis. So, das sollte funktionieren. Ja, ist ein bisschen groß, ne? Entschuldigung, Order Hour. Gib mir eine Sekunde. So, seht ihr auch die Buchstaben da unten? C3, okay. Mal ein bisschen Gas geben jetzt hier. Die Zelda-Spiele. Ja, man erschreckt wirklich beim ersten Mal über seine eigene Stimme. Gebe ich dir vollkommen recht, Chip. Okay, ich glaube, die Eröffnung ist ganz gut gelaufen für mich. Ein bisschen relativ gut Raum im Zentrum. Bin ich als Spieler betitelt? Lausiness, nein, noch nicht. Ich betitel mich sehr gerne als AIM, als ein Aspiring International Master. ja, also der Plan ist, innerhalb des nächsten Jahres, innerhalb der nächsten 2 Jahre, einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg, ebenso in Por. Schön, dass du dabei bist. Ja, der Plan ist einfach, innerhalb der nächsten 1-2 Jahre wieder mehr Schach zu spielen und hoffentlich auch einen Titel zu bekommen. So, tausche ich jetzt den guten Springer gegen den schlechten Läufer? Das ist die Frage, Chat. So richtig gefallen tut es mir nicht. Ich will hier sowas wie D5 spielen. Okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen Gas geben. Wir nehmen jetzt hier einfach raus. Ist dein Rating 7 Jahre alt? Ja, mein Rating, meine 2200 Elo, die ist tatsächlich das letzte Mal geupdatet worden 2016. Soweit ich weiß. Also ja, 5 Jahre alt. Aber ansonsten, ich habe früher sehr viel Schach gespielt. Ich bin mit 13 zum Schach gekommen. Also relativ spät eigentlich. Also wirklich spät eigentlich. Gerade für Schachspieler. Also in meinem Gymnasium gab es eine Schach-AG. Und ich habe früher immer sehr viel mit meinem Opa Schach gespielt. Und dachte mir, habe ich das eingestellt? Ich hab's eingestellt, ne? Uff. Chat. Was haben wir hier? F4. Schlägt. Sieht nicht so schön aus. Wenn ich ehrlich bin. Ich sehe schon die erste Partie. Also reden und sprechen. Müsst ihr mal machen. Das ist echt nicht so easy. Und nebenbei noch die Uhren fixen. So, wir nehmen auf E4. Er schlägt auf E5. Nehmen auf die... Okay.
Das weiß ich nicht, ob der so richtig ist. Zeit. Okay, wir spielen einfach mit den Figuren. Ich glaube, die Läufer sind ganz schön stark mit dem Angriff, gerade auf der Diagonalen hier. Dass sich das ist ganz gute Kompensation ist. Gerade mit den offenen Linien. Damenopfer. Wie Vincent. Reden und sprechen. Ja. Gummidödel. Versuch das mal. Reden und sprechen gleichzeitig. Nein, ihr wisst, was ich meine. Ja. Schauspielen und sprechen gleichzeitig ist echt nicht so einfach. Aber ist ja auch erst der erste Stream, Leute. Ich werde mich dran gewöhnen. Vor allem ist das ein sehr gutes Training dann auch für den Bantablitz Cup, an dem ich ja dran teilnehmen werde. Also ich habe schon richtig Lust. Wie bereitet ihr euch denn auf Turniere vor, Chat? Was macht ihr da so? Okay. Da hängt eine Qualle. Ah, wir geben da Schach. Komm. Familienspringer. Familiengabel. Ja, der FM-Titel soll auf jeden Fall drin sein. Also da mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken. Etwas fragwürdiger wird es beim internationalen Meistertitel. Müssen halt nur aufpassen, dass wir hier keinen Turm blendern. Sollte aber alles möglich sein. Jetzt gehen wir auf Matt. Beziehungsweise wir nehmen uns erstmal alle Bauern. Okay. Habe ich jetzt gewonnen? Ja. Ich glaube, die Zeit war zu Ende. Leichter Bug. Müssen wir nochmal dran arbeiten. Aber ja, die Partie sollte jetzt auch dann soweit eigentlich gewonnen sein. Schöne Partie, Nordauer. Vielen Dank. Und Mini, ja, genau. Also der FM-Titel sollte drin sein. Ich glaube, das ist wirklich möglich. Das Schwierige wird dann die internationalen Meistertitel. Da braucht man ja drei Normen für. Adlausiness. Der EM-Titel, nee. Also du brauchst für eine Norm, für einen internationalen Meistertitel brauchst du 2400 Elo, das ist richtig. Aber du brauchst auch drei EM-Normen. Und ich glaube, da muss man immer eine Performance von mindestens 2450 haben. WCOS TV, kann man bei Chess24 eine Ausbildung machen? Derzeit leider nein, aber vielleicht auch in der Zukunft. Not our, danke für die Partie. GG. Gute Partie. Ja, Leute, ne? Wenn noch jemand Lust hat auf eine Runde Schach, dann fordert mich doch gerne in der neuen Playzone heraus. Chessflow ist mein Name. Am besten 3 plus 0, 3 plus 2, 5 plus 0. Wenn ihr Lust drauf habt, sagt gerne Bescheid. Witzig. Also anscheinend wurde das so gewertet, dass Norderauer diese Partie gewonnen hat. Okay. Interessant. Gleich mal an die Dings reported, an DIT. Ja, liebe Leute. Zurzeit sehe ich keine Challenges.
da war ein Bug, ne? Ja, auf jeden Fall. Was? Nein. Das ist ja kein Problem. Genau, aber was wir jetzt in der Zwischenzeit nochmal kurz machen können, ist, dass wir die Uhr hier anpassen. Das war ja nicht ganz so schön. Kurz. Ja, nochmal kurzer Hinweis. Also wir wollen ja switch mal die Szene zu General Info. Und zwar wollten wir ja am Mittwoch ein Turnier spielen. Und zwar der Link, ich schreibe den noch einmal in beide Chats, auf Chess24 und auf Twitch. Nehmt gerne am Mittwoch dran teil. Schauen uns das Ganze mal an. Zwei Spieler. Hey, Noda Auer und ich. Perfekt. Kommt gerne dazu. Am Mittwoch wollen wir immer ein Community-Turnier machen. Genau. Dementsprechend seid gerne dabei. 3 plus 2. Ab nächster Woche machen wir dann auch so, dass ihr gerne Infinite Procs. Ah, wir spielen auch noch eine gegen ihn. So. Im Game. Ich muss auch mal wieder finden, wo wir hier. Zack. C4, Leute. Okay. Also mit Schwarz bin ich ja eher so der Grünfeldspieler. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. So, jetzt haben wir hier aber zwei Spiele offen. Da muss man mal ein bisschen aufpassen. Dass, wenn man zu viele Tabs offen hat, dann drei Tabs gleichzeitig die Partie anzeigen und dann hört man sich dreimal, wie der Bauer gezogen wird. Alpha Zero Joe. Was ein Typ. Er möchte mich hier gleich matt setzen. Okay, mal schauen. Wir machen Druck im Zentrum. Dame C2. Das sieht irgendwie. Wir nehmen einmal auf D4. Nehmen hier. Alles weg. Alles muss raus. So, jetzt spielen wir gegen den schwachen D4. Ich glaube, damit C2 war nicht so prickelnd. Wir haben jetzt ein ganz gutes Spiel. Gut aufgebaut. Lausiness, 10 Uhr. Ich muss so langsam mal los. Ja, danke für den Stream. Sehr gerne. Freut mich, dass du dabei warst. Gerne wieder Mittwoch einschalten. 9 Uhr. Da dann mit dem Community-Turnier. Gerne auch mit dem Link, ne? Beitreten. Und alle können daran teilnehmen. Also die Morgenshow bei mir, da muss man kein Premium-Nutzer sein unbedingt. Kann auch gerne herausfordern. Ich bin ja kein Großmeister, kein internationaler Meister. Dementsprechend sind hier sehr gerne alle Leute dabei gesehen, wie sie hier mitspielen wollen. Wir wollen das Ganze ja, wie gesagt, wir wollen ja die Community stärken, also wollen euch mehr anbieten, auch auf Bugs drauf eingehen, auf neue Features drauf eingehen. Das ist ja das Ziel dieses Streams. Dementsprechend seid gerne am Start, fordert mich heraus, gebt uns Feedback, gebt mir Feedback, was wir besser machen können, was gut läuft, was nicht so gut läuft. Und dann haben wir hoffentlich alle eine schöne Show. So, jetzt holen wir uns das Läuferpaar. Springer schlägt, dann machen wir Springer D5. Bank schlagen und jetzt hängt der C4 und jetzt hängt der G2. Ich denke, das war ein guter Abtausch. Ja, Weiß muss hier, gerade weil der König auch noch in der Mitte ist, sehr schwierig, hier einen richtigen Ansatz zu finden. Okay.
Die Ratingzahl unter den Spielern stimmen auch nicht. Doch, das sind die aktuellen. Aber man sieht ja, ich habe anscheinend ja gerade die letzte Partie gegen Norderaue angeblich verloren. Obwohl ich, glaube ich, auf Zeit gewonnen habe. Allerdings dann irgendwie das Game das anders gesehen hat. Und da war ein Turm weg. Tschüss, Turmsituation, um es mit den Worten eines bekannten deutschen Schachstreamers zu sagen. Das kann aber natürlich immer mal passieren. Ja, also das, ja, genau, das sollte relativ easy jetzt gewonnen sein. Turm mehr, wache weiße Felder, der Springer hängt, D3, gucken der Läufer und die Dame drauf, also, oder spätestens dann nach Läufer G4, geht man irgendwie nach E2 und Weiß sollte relativ schnell matt gehen. RIP, GG, Infinite Prox. Und wir haben zwei weitere Herausforderungen. Schieb 1965. Here we go. Okay, ey, meine erste Weißpartie on stream. Dann schauen wir mal, was wir spielen. D4. Also ich bin auch tatsächlich einer, glaube, der Spieler, die... Ich habe mir 3-4 Partien am Anfang E4 gespielt. Da bin ich sehr schnell auf D4 übergegangen. Und habe mir das Kolle-Koltanowski-System angeschaut. Also D4, C3, E3, Läufer D3, Springer BD2, Springer F3, Springer BD2. Ich glaube, es gibt nicht so viele, die so das gemacht haben in der Reihenfolge. Ich glaube, viele lernen ja erst E4. Ja, wir geben jetzt hier den Läufer. Und hoffen langfristig, dass wir irgendwie Druck auf den König machen können. Ja, wenn ihr noch Wünsche habt, was wir montags zum Beispiel machen, also in dem Recap der Woche, vielleicht, keine Ahnung, Szenen einarbeiten, so ein bisschen Übergänge besser machen. Wenn ihr da Vorschläge habt, ne, gerne schreiben. Ansonsten, ich denke, in der Partie der Woche, da werden wir das alles ein bisschen länger handhaben. Ich glaube, das habe ich ein bisschen kurz heute gemacht. Aber ist ja auch der erste Stream, ne? Kann ja nicht alles gleich 100% perfekt laufen. So. Ich denke, wir haben hier den stärkeren Angriff. Langfristig. Komm, machen den Alpha Zero Approach. Matt setzen. Bauern vor, Turm raus. Aufs Mattbild. König H8, okay, möchte. Also er konnte die ganze Zeit nicht auf D4 nehmen, denn man schlägt mit einem Springer zurück, Dame schlägt und dann kommt Läufer, schlägt H7 Schach. Und dann würde die Dame auf D4 hängen. Dementsprechend hat Schwarz hier logischerweise König H8 gespielt, um dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Jetzt muss ich gerade mal die Taktikhose... Ich spiele mal König B1. Und schauen mal, was Schwarz hier macht. Was Kleines ausgedacht. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Aber ich bin mal gespannt. Ah, okay. Also Springer D4 gerade eben wäre übrigens auch nicht gegangen. Denn Springer dann wäre nämlich Dame E4 gekommen und mit dem Dame Mattbild auf H7.
Ich denke aber, jetzt kann man auf H7 nehmen. Selbes Spielchen. Gehe ich jetzt matt? Das ist noch die andere Frage. Also Chat, wenn ich Pech habe, dann bin ich gleich matt. Okay, hat er nicht gesehen. Also ich hätte Dame G6, glaube ich, stattgefunden. Dame G6, wenn ich auf H8 nehme, droht dann nämlich Dame schlägt C2. König muss nach A1 gehen. Und dann kommt Dame A4, droht wieder matt auf A2. Ich glaube, das Einzige ist was A3. Sieht irgendwie dodgy aus. Aber gut, jetzt nehmen wir uns den Turm auf A8. Und der Läufer auf B7 hängt auch. Und wir haben so viel Material, das sollte reichen. Achso, Mini-Schach sagt, ja, die Ratingzahlen aus der alten Playzone mit der neuen Playzone. Das ist tatsächlich, das sind zwei. Vielen Dank, Sheep 1965 für die Partie. GG. Marcelo. Genau, die Zahlen auf der alten Playzone sind nicht gleichzusetzen mit denen auf der neuen. Also man kriegt quasi das erste Mal, wenn man sich einloggt in der neuen Playzone, übernimmt die neue Playzone die Zahlen aus der alten Playzone, aber danach sind es zwei komplett andere. Also danach bleibt das Ganze genau quasi normal. Okay, ich habe mir das nie angeschaut. Kennt hier jemand die Theorie? Ich nicht. Man sollte Sachen nicht spielen, die man nicht kennt. Genau, also alte Playzone ist eh nur neues Glico 2. Aber genau, aber auch diese Übernahme sind natürlich anders, ne? Also wie ich gerade gemeint hatte. Ja, schieb, ne? Wenn du Dame G6 spielst, glaube ich, anstelle König G8, dann habe ich Probleme. Dann hängt zwar der Turm auf A8, aber dann kannst du C2 nehmen und das ist ein bisschen tricky. Also, seit wann gibt es die Playzone? Die Playzone gibt es jetzt schon ein bisschen länger. Allerdings, ja, wir promoten sie noch nicht, weil noch nicht alles so bugfrei läuft, aber von nun an, zumindest jetzt hier in der Morgenshow, wir probieren alles aus und ja, sehen dann, wie das Ganze läuft. Dame F5 ging auch. Ja, das stimmt. Was haltet ihr denn von der neuen Playzone? Bringt ihr euch Spaß? Wie findet ihr so die Gaming Experience? Also ich finde, sie läuft echt reibungsfrei. Also im Sinne von Züge und so weiter ist deutlich smootheres Erlebnis als noch in der... Okay, da hängt doch was auf G7, oder? Chat? Ja, das kommt. Schieb. Übung macht den Meister, heißt es doch so schön. Okay, also hier haben wir... erstmal einen Bauern gewonnen. Haben aber so ein bisschen das Problem, dass wir gerade nicht rochieren können. Und mir das eigentlich nicht gefällt, dass hier gleich irgendwie sowas wie... Muss ich Angst haben vor Springer G4? Ich glaube nicht. Ja, wir müssen auch mal versuchen dann... vielleicht demnächst hier so eine Road to... 2500 auf der neuen Playzone zu machen. Keine Ahnung. Also auf der alten bin ich gerade bei 2500. In der neuen habe ich es leider bisher nur, wie ihr sehen könnt, auf 2090 geschafft. Okay, jetzt muss doch hier schon taktisch irgendwie... Springer
Springer E5. Bringt das was? Oder erstmal. Komm. Entwickeln. Springer F8, der wollte wahrscheinlich zurück, um den Läufer rauszukriegen. Vielleicht noch E6 oder so. Aber schwächt natürlich dann damit sein Springer auf F6. Und dadurch, dass G7 weg ist, hat der hier keine Verankerung mehr. Wie findet ihr das eigentlich am Morgen so ein bisschen so mit Hintergrundmusik? Ist das okay? Nervt das, wenn man redet? Also die Hintergrundmusik, ist das so störend? Ja, Nordau sagt B4 und Springer schlägt E4, wäre vielleicht gut gewesen für Schwarz. Ja, das denke ich auch, wäre möglich gewesen auf jeden Fall. Ich hätte halt Springer A4 gespielt, Springer schlägt E4, Springer schlägt C5 und hätte halt dann das Läuferpaar quasi genommen. Also ich hätte darauf verzichtet. Der lange Rochade. Es gibt Hintergrundmusik? Nuclear, hörst du das nicht? Keine Ahnung, also hört das generell keiner? Hört man kaum. Soll ich das noch ein bisschen lauter machen? Schieb hat selbst Radio am Laufen. Alles klar. Ja, nee, ist doch schön. Ist ja auch gar kein Problem. Soll ja auch sehr entspannt sein am frühen Morgen. Okay, so, wir gewinnen jetzt hier Figuren. Material. Rochieren, könnte ich in Sicherheit bringen. Und jetzt haben wir Chat. Wo ist das Matt? Nee, leise ist besser. Wer sieht das, Matt? GG Marcello. Schöne Partie. Und der Paterkader hat es matt gesehen. Und Vekos auch. Jawohl. Okay. Ja, läuft auch bisher eigentlich. Ich muss das noch ein bisschen besser. GG Marcel. Ja, noch ein bisschen besser hinkriegen mit dem Kommentieren, glaube ich. Also auch mit den Gedankengängen. Aber. Marcello hat nun weniger Elo, also nur noch Mark. Okay. Das ist nicht schlecht, Chaos. Alright, wir haben den Paterkater. Neue Partie, neues Glück. Ich krieg ganz schön viel Weiß jetzt momentan. Ein bisschen random. Also wechseln wir das mal ab hier. C4. Mini sagt, das ist wie im Supermarkt. Man hört es kaum und wir gehen gleich alle einkaufen. Marcelle, du fandest den Witz nicht so gut. Carsten 124 Chess sagt, vielleicht könnt ihr ja Berichte zu aktuell wichtigen Turnieren machen. Ja, also ich sag mal, ne? Also zum einen auf chess24.de seht ihr ja die Berichte eigentlich fast täglich. Haben wir da den Newsartikel. Und auch vorhin, direkt am Anfang, hatten wir eigentlich schon die Gelfand Challenge thematisiert. Und auch kurz in das Superbad angeschnitten. Ja. Das Superbad war schon wieder sehr interessant, aber irgendwie. Ich fand die Gelfand Challenge deutlich, deutlich spannender. Dieses Kampfschach, das war echt super. Obwohl ich sagen muss, die eine Partie gestern. War das gestern? Vorgestern, ne? War. Fabi gegen MVL. Also wirklich sehr spannend. Das wäre auch ein Kandidat gewesen für die Partie der Woche, aber ich dachte mir, wir zeigen was aus der Gelfand Challenge, weil das gerade sehr aktuell war. Und auch schön anzuschauen. Shaq und Levon haben auch spannende Partien gespielt. Ja, ja, auf jeden Fall. Also Shaq hier immer mit Darov, muss man echt sagen, sehr spannender Charakter.
Ich bin gespannt, wie das mit ihm wieder weitergeht. Er war ja auch mal die Nummer 3 der Welt. War derjenige, der Magnus eigentlich vor seiner langen Gewinnstreak besiegt hatte als letztes. Vielleicht ist er jetzt wieder auf einem aufsteigenden Ast und etabliert sich da vorne in den Top 4, 5. Wir werden sehen. Ja, also er ist genau wieder Top 5, aber man muss halt schauen, ob er da auch konstant bleiben kann. Chat, würden euch auch so Sachen wie Thementurniere interessieren? Das finde ich mal ganz spannend zu wissen. Dann könnte man nämlich überlegen, ob man in den nächsten Wochen nicht nur 3 plus 2 spielt, so solche Sachen, sondern dann auch bestimmte Stellungen aufbaut. Wir müssen es natürlich so halten, dass das was für alle wird. Wir wollen ja es nicht zu spezifisch machen. Okay, also diesen Plan, den Springer von D7 nach G6 zu stellen, der erschließt sich mir noch nicht ganz. Weil er hier ja eigentlich auf Granit beißt. Das ist noch ein bisschen strange. Aber vielleicht werden wir gleich den Grund dafür finden. Ich stelle jetzt erstmal den Turm auf die Linie hier. Vielleicht hätte ich direkt E4 spielen sollen. Einfach um so Sachen wie E5 zu finden. Ein Stafford-Turnier. Klar. Warum nicht? Wenn genügend Leute dafür stimmen. Ja, will vielleicht E5 spielen, aber hätte er ja auch von D7 gekonnt, ne? Und auf G6, wenn ich dann D5 spiele, dann bringt der Springer da auch nichts mehr. War so jetzt meine Überlegung. Aber vielleicht ist das auch nur eine Meinung eines Patzers. Ich weiß es nicht. Ich bin ja leider noch nicht so weit, dass ich sagen könnte, ich bin da stark genug, als dass ich mir da eine Meinung zu erlauben könnte, dürfte. Sheep sagt, bitte kein Stafford, Leute sollen richtiges Schach lernen. Ja, ist ja im Endeffekt alles Schach, aber ist schon richtig, wir wollen ja hier schon ein paar Eröffnung machen. Aber wir können ja vielleicht einmal ein Turnier machen, wo es so Gambits gibt. Okay, was machen wir hier? Ich möchte eigentlich also den Läufer da so eingesperrt lassen. Das heißt, wir spielen den Springer nach E5. Wenn er nimmt, dann haben wir einfach deutlich mehr Raum. Ja, das juckt uns nicht. Komm, H4. Angriff. Also im Endeffekt haben wir eine sehr solide Stellung. Der Springer ist gut unterstützt von dreimal gedeckt, dreimal angegriffen. Jetzt geht der Springer nach E7, okay. Geht jetzt nicht. Springer G4, dann hat der Läufer kein Feld und dann, ja, dann stehen wir gut. Der Läufer kann nicht, ich habe kein Premium gemacht. Der Läufer kann nicht wegziehen. Und kann auch nicht gedeckt werden. Das heißt, wir haben jetzt mindestens die Chance, einen Doppelbauern zu kreieren am Königsflügel. Und dann mit dem Läufer, der darauf schielt, das sollte dann schon eine vernichtende Kombination sein. Gutes Gambit gefällt mir. Ja, wenn ich Pech habe, dann passiert mir das gleich noch. Okay, also das erschließt sich mir jetzt gar nicht, warum man in die Fesselung, also den Läufer so richtig schön in die Diagonale stellt. Ich glaube, jetzt geht Springer schlägt F6, G schlägt F6, D5. Das sieht gut aus. Greifen hier an.
Auf F6. Wenn jetzt E5 kommt. Wir marschieren weiter. Oh, ich habe nur 2 Sekunden. Ich sollte aufhören, so viel zu reden. Huh, das war knapp. Gerade noch so gesehen. Gott, was mache ich denn hier? Zack. Das ist das Doofe in der neuen Playzone. Das gefällt mir noch nicht so, dass man nicht sieht, irgendwie einen farblichen Indikator hat, dass man in Zeitnot ist. Da hoffe ich noch auf Verbesserungen seitens der IT. Aber das sollte auch demnächst passieren. Okay. Ja, wir haben hier eigentlich alles unter Kontrolle und gewinnen auf. Nee, noch nicht auf Zeit. Jetzt aber. Okay, Glück gemacht. Glück gehabt, Leute. Das war knapp. Infinite Brock sagt, holy moly, 1 Millisekunde. Ja, also es fühlte sich so an, als hätte ich da nicht viel Zeit gehabt. Gute Partie, Peter Kaser. Ja, hier hatte ich nur noch 0,1 Sekunden und habe dann das ein bisschen verdattelt, fast. Hier kann man natürlich auf C5, glaube ich, auch einfach rausnehmen. Der hängt. Das wäre ganz spannend. Und ja, aber ich glaube, der Fehler oder was schwierig war für Schwarz hier ist dieses Springermanöver. Also wenn G3 steht und dann den Springer hier nach G6 zu überführen, dass man E5 durchdrückt. Also das kann man ja eigentlich auch machen, wenn der Springer auf D7 steht. Das ist ja da genauso möglich wie von G6. Dementsprechend gut. Ist die Frage, ob das der richtige Ansatz war. Hat mir, glaube ich, ein bisschen Zeit gegeben, mich hier solide aufzubauen und ja, im Zentrum quasi einen Durchbruch zu starten. Aber gut. Gute Partie. Heute bisher soweit, glaube ich, noch keine Partie verloren. Aber das heißt ja nichts. Ich weiß nicht, Leute, ne, ob ihr das kennt, auch in der neuen Playzone. Ich will euch mal das Ganze zeigen. Wir wollen ja ein bisschen auch General Information machen für euch. Also ein bisschen die neue Playzone zeigen, was hier so geht. Also das ist jetzt meine aktuelle Ansicht. Der Elite Mode sieht jetzt in einer beendeten Partie nur so aus. Aber generell, wenn ihr den anmacht, dann könnt ihr halt auch nur das Brett sehen. Finde ich ganz angenehm, wenn man sich nur darauf konzentrieren möchte, weil ja die Notation immer ja so ein bisschen nicht so notwendig ist. Hier seht ihr hier oben die Partien und die aktuelle Session, also 1-0. Also hier würden dann nachher irgendwie, keine Ahnung, 10 zu 20 stehen, jetzt über die letzten 2 Wochen. Und wenn man dann eine neue Session hat, dann steht da 0-1. Das ist ganz gut. Okay, ich habe keine Challenge derzeit. Fordert mich gerne heraus in der neuen Playzone. Da geht ihr auf Spielen. Jetzt spielen. Benutzerdefinierte Partie. Und dann hier gegen User. Könnt ihr mich herausfordern. Das kann tatsächlich, also die neue Playzone ist frei für alle User mittlerweile. Dementsprechend habt ihr die Möglichkeit hier, ja, euch auszuprobieren. Das, ja, die Morgenshow soll quasi die Möglichkeit sein, für alle Mitglieder dieser Community zu spielen. Schieb, du darfst auch gerne noch ein zweites Mal herausfordern. Wir wollen ja ein bisschen Gameplay zeigen. Und wenn sich kein anderer traut, oder doch gerne einfach nochmal heraus. Ah! Da muss ich mal schauen, oder? Ich muss ja mal. Ja, ich habe ja eine Partie verloren. Angeblich. Meinte die Playzone, ja, ich hatte verloren. Dementsprechend. Okay. Nein, vollkommen richtig. Vielen Dank, dass du nachfragst, Schieb. Darf natürlich jeder hier herausfordern. Ich meine, wenn andere Leute herausfordern, dann kann ich ja auch immer noch andere Spieler annehmen. Dementsprechend, das ist gar kein Problem.
Leute, seid nicht schüchtern. Fordert uns gerne hier heraus. Wir testen die neue Playzone. Wir zeigen ein bisschen die. Achso, ich muss mal wieder hier. Warte, wo? Technikclub. Andere Ansicht. So. Genau, wir wollen euch ja ein bisschen die Funktionalität der neuen Playzone zeigen, wie das Ganze läuft. Und natürlich auch ein bisschen testen. Und einfach ein bisschen entspannt am Morgen Schachspiel. Ich glaube, mein Kaffee ist mittlerweile kalt. Ja, gerne zwischen 3 Minuten bis 5 Minuten herausfordern. Elite Killu. Alles in dem Bereich ist okay. So, wir haben hier die Damen getauscht. Und versuchen hier am Damenflügel ein bisschen Stress zu machen. Gefällt mir das für Schwarz. Läufer 4. Was soll's? E5 verhindern. Sehe so irgendwie Springer H5 kommt. Interessiert uns das, glaube ich, wenig. Den lassen wir einfach da. Ja, das ist ja kein Problem. Wir sind ja dafür da, hier ein bisschen was zu lernen, Elite Killu. Ein bisschen Schach zu spielen, ein bisschen Partien zu analysieren. Und soll ja auch generell für die Community, ist egal, welche Spielstärke man hat. Wollen ja alle hier ein wenig weiterbringen. Okay, F6, also er möchte unbedingt E5 spielen. Kann ich verstehen. Schauen wir mal, ob wir tricksen können. Inpo sagt, spiele nun auch seit 2 Monaten wieder. Jahre nicht gespielt, schön mal einen Stream in DE zu haben. Freut mich, dass du dabei bist und dass es dir gefällt. Ja, im deutschen Bereich, auch gerade um die Uhrzeit natürlich, viel Angebot gibt es nicht. Wir wollen das halt ein bisschen aufnehmen, das Ganze. Und vor allem einen entspannten Morgen haben. Okay. Also, wir haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, das Einfachste ist, wenn wir nach C7 gehen. Gabel. Upp. Genau, er kann da nehmen. Schlägt. Ja, wir nehmen hier raus. Okay, wir müssen hier ein bisschen noch aufpassen. Ich denke, das sollte funktionieren. Übrigens, ne, wir machen heute so bis 11, 11.15. Wollen das so handhaben, dass wir wahrscheinlich ja immer 2, 2,5 Stunden am Morgen streamen. Je nachdem, was für Themen wir haben, was gerade so ansteht. Heute machen wir entspannt. Ja, noch 2, 3 Partien danach. Okay. Holen wir mal den anderen Turm auch ins Gefecht. Reinforcements. Muss hier ein bisschen aufpassen. Der Bauer ist ganz schön stark. Und
mein König ist auch ein bisschen luftig. Allerdings gilt das auch für den schwarzen König. Dementsprechend. Mal gucken, wer schneller ist. Ich hoffe ich, aber versprechen kann ich nichts. Genau, der hat mich so ein bisschen. Den fand ich nicht so toll. Okay, wir gehen jetzt hier mal Schach. Drohen den Läufer auf F8 zu nehmen. Hallo, ihr Schachsüchtigen. Guten Morgen, Ene. Willkommen beim Bauernfrühstück. Hast du gut geschlafen? Wie sieht bei euch eigentlich so ein Morgen aus, liebe Leute? Müsli, Toast. Das gefällt mir irgendwie alles nicht. Ja, SB, genau. Wir sind hier in der neuen Playzone. Playzone 2, wenn du oben auf Spielen gehst. Jetzt werde ich hier gegabelt. Der Heck. So war das nicht geplant. Na gut, jetzt muss man schnell sein. Ob wir den hier vielleicht bekommen. Gibt es schon Planungen für neue Videoserien? Ja, wir sind in Verhandlungen da, Ed Wohlbecker. Ist nicht ganz so einfach. Momentan. Aber ja, wir sind auf jeden Fall dran. Euch neu. Oh Gott, jetzt plane ich hier alles, ey. Was ist denn los? Okay, so sieht Schach normalerweise aus. Bei mir. Das heißt, wir müssen jetzt hier ein bisschen tricksen. Und einfach schnell genug sein. Schach. Patzer sieht Schach, Patzer gibt Schach. Heißt es doch so schön, oder? Oder seht ihr das falsch? Läufer B6, Läufer B7, jawohl. Zack. Können wir hier irgendwelche Drohungen aufbauen? Ich sehe es noch nicht so ganz. Mann. Ich will dich matt setzen, oder Aue. So, kriegen wir den Springer jetzt hier? Sorry für den Dirty Flag. Das war ganz schlecht. Ich hoffe, du verzeihst mir. Aber ich musste den Sieg von vorhin wieder gut machen. Nein, gut gespielt, oder Aue. Vor allem stark gekämpft, also wirklich gut zurückgekommen. Komplett am Ende besser gespielt als ich. Da habe ich ein bisschen alles eingestellt in Zeitnot. Sehr ärgerlich. Tut mir leid für den Dirty Flag, aber ich hoffe, du verzeihst mir. GG, okay. Wir haben ja noch weitere Herausforderungen. Schieb, ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich deine Herausforderung jetzt nicht annehme, aber Fragmaster hat herausgefordert. Mal jemand Neues. Dementsprechend, wir nehmen erstmal die Neulinge an. Mal schauen, ob Fragmaster da ist. Jawohl, E4. Und vor allem,
Hatte ich auch schon lange keinen Schwarz mehr, dementsprechend. Danke dir, Nola. Ja, Wohlbecker, ach, gar kein Problem. Dafür ist das Ganze ja gedacht, ein bisschen schnacken. Das muss ich abkönnen. Ein bisschen spielen, ein bisschen schnacken. Das sollte doch so laufen. Hallo Jessflo, hallo Ene. Wie geht es dir? Bist du gut in den Tag gestartet? Seid ihr alle gut in den Tag gestartet? Vor allem in die Woche. Es ist eine neue Woche. Deutschland spielt morgen. Ich bin gespannt. Vor allem, ich bin auch sehr gespannt auf eure Meinung, wie das Ganze hier ankommt. Denkt ihr, das hat Potenzial für weitere Sendungen? Also weitere Shows? Also wir wollen das halt Montag, Mittwoch, Freitag machen. Am Mittwoch immer ein Thementurnier. Genau, also wenn ihr jetzt gerade zugeschaltet seid, also am Mittwoch wollen wir mal ein Turnier spielen. Dieses Turnier könnt ihr bei Twitch mit dem Command Turnier, Ausrufezeichen Turnier sehen und in den chess24.de Chat. Kopiere ich das auch nochmal einmal rein. Gerne einmal anmelden und am Mittwoch dran teilnehmen. Marcel fragt, Kimmich zentral oder als Verteidiger? Generell zentral, aber ich glaube, Jogi Löw macht das schon richtig, ihn in der deutschen Nationalmannschaft als Verteidiger einzusetzen, als Rechtsverteidiger, da wir da einfach keinen äquivalenten Ersatz haben und im Zentrum dafür ja genauso starke Positionen haben. Deshalb hoffe ich, das wird funktionieren. Ich bin gespannt. Was denkt ihr denn, wie die Partie morgen ausgehen wird? Habt ihr Tipps, Chat? Also mein Tipp ist... Ich werde tippen auf Frankreich. Allerdings auch, weil wir, glaube ich, eine Wette machen mit ein paar Freunden. Und dann tippe ich lieber auf Frankreich. Weil wenn ich dann gewinne ich Geld im Falle, dass Frankreich gewinnt. Und ich ärgere mich nicht. Und ich freue mich auch, wenn Deutschland gewinnt. 3-0 für Frankreich. Harsch. Cheap. Harsch. Das ist ganz schön hoch. Nee. Ich sag 3-2 für Frankreich. Sagt man Partie zu Fußballspielen? Ich weiß nicht, wie der korrekte Fachterminus ist, aber ich glaube, man nennt es einfach ein Fußballspiel. Aber ich glaube, ich bin der Meinung, auch schon mal gehört zu haben, eine Partie gehört zu haben, auch im Fußball. Ihnen sagt, wie mit den Frikadellen, alles und nichts ist drin. Ja, wir werden sehen. Ich denke aber, was toll ist einfach, ist, dass man mal wieder was hat, wo man sich drauf freuen kann, auch als Nation. Ein bisschen Euphorie auch wieder nach der ganzen Corona-Depression und so weiter. Man kommt nicht so raus und jetzt kann man endlich mal wieder ein bisschen Fußball schauen. Wollen wir auch mit ein paar mehr Leuten. Ich denke, das tut den Leuten gut. Ja, also Ene unterstützt das. Auch im Fußball gibt's ein paar Team, ja. Lagst du also richtig, Fuchs, ja. So, gebe ich jetzt hier einen Bauern zurück. Ich meine, wir haben kurzer Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bauern. Und man kann jetzt hier auch so tolle andere Farben machen. 1, 2, 3, 4 Bauern für Weiß. Das heißt, wir haben 3 Bauern mehr.
Das heißt, irgendwie könnten wir schon mal einen Bauern zurückgeben, um uns einfach hier ein bisschen zu befreien. Die Frage ist, ob es notwendig ist. Ja, warum nicht? Komm, gehen wir zurück. Elite Kilo sagt, danke schon mal für die Partie gegen Sizianisch, nicht so viel Erfahrung. Ja, also das Tolle eigentlich an E4, also wenn man nicht so Ahnung hat von der Eröffnung, kann man immer auf so einen königsindischen Aufbau für Weiß zurückgreifen. Das habe ich eine Zeit lang auch gemacht, als ich E4 mal probiert habe. Also E4, Springer F3, D3, Springer B, D2, G3, Läufer G2, Rochade, dann drückst du irgendwie H4, Turm nach E1, Dame nach E2. Und dann geht der Springer nach F1, Läufer nach F4, Springer F, H2. So, also der Aufbau ist immer eigentlich der gleiche und man hat eine recht solide Struktur und kann immer versuchen, irgendwie am Königszug anzugreifen. Wenn man keine Ahnung so in der Eröffnung hat, dann ist das, glaube ich, ein ganz cooler Aufbau. Allerdings, ja, ist halt ein bisschen passiv. Aber man kann nicht allzu viel falsch machen, glaube ich. Aber freue mich zu sehen, dass hier doch so viele Leute aktiv dabei sind am frühen Morgen. Ist ja, na gut, mittlerweile haben wir es auch schon 10.50 Uhr, aber ja, schön zu sehen, dass ihr alle schon wach seid, ein bisschen Lust auf Schach habt. Für all diejenigen, die den Anfang verpasst haben, genau, Bauernfrühstück, die neue Schachmorgenshow mit mir. Wir sind am Anfang ein bisschen, zum einen, ne, worüber das Format ist, also montags wollen wir immer so ein bisschen den Recap der letzten Woche machen. Was ist passiert, jetzt nicht nur auf chess24.de, sondern auch auf, also generell in der Schachwelt. Wir möchten eine Partie highlighten, also ich werde mir immer eine Partie raussuchen, die ich analysiere. Die kann auch von euch kommen, also gerne schickt uns interessante Partien an bf@chess24.com oder an bauernschmaus@chess24.com. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, hä, warum Bauernschmaus? Umlaute mögen die E-Mail-Server nicht so gerne. Das ist uns aber erst aufgefallen, nachdem wir die E-Mail erstellt haben. GG, Wagmaster 5000, Elite Kilo, danke für die Partie. Ja, das, ja, Eröffnung ist so eine Sache. Wie gesagt, also solider Aufbau ist eigentlich immer irgendwie, wenn man mit D3 spielt und Springer BD2, wenn du Lust auf eine ruhige Partie hast. Ansonsten, jo. Okay. Ich sag mal noch eine Partie. Machen wir noch zwei Partien. Also fordert mich ruhig gerne nochmal heraus. Chessflow auf der neuen Playzone. Eine Partie spielen wir danach noch. Sheep, bist du da? Achso, ich fange ja an. Entschuldigung. Kurz verwirrt gewesen. Weiß beginnt. Heißt es ja so schön. Ja, genau. Nochmal kurzer Recap. Also, wir schauen, was ist letzte Woche passiert. Wir geben einen Ausblick, was passiert in dieser Woche. Wie gesagt, wir haben die Woche tolle Shows für euch. Donnerstag Jan mit einem weiteren Geschwätzblitz. Freitag Rustam und Sonja im Hand and Brain mit Sonja als Hand und Rustam als Brain. Ein wirklich geniales Duo. Ich bin immer super fasziniert durch die beiden Zuschauer. Es bringt eine Menge Spaß. Seid dabei. Okay, Sheep, bist du da? Ansonsten haben wir noch weitere Herausforderungen. Ene sagt, hört sich nach einem guten Plan an. Er wird dann sein Frühstück im Wohnzimmer immer montags genießen. Auch gerne am Mittwoch und gerne auch am Freitag.
Mittwoch kannst du sehr gerne auch mitspielen, Ene. Wir machen immer ein Community-Turnier. Und am Freitag ist der Plan, so ein bisschen so zu schauen, was ist denn bereits passiert. Und ein bisschen Schach spielen, ein bisschen mehr Schach spielen. Und vielleicht das ein oder andere Interview führen mit Gästen. Da werden wir mal schauen, wenn wir vielleicht in den nächsten Wochen so an den Start holen können. Gerne auch immer Vorschläge an uns schicken. Und ansonsten werden wir eine andere Kategorie einführen, die sich nennt Schach in der Popkultur. Und zwar werden wir auf Bücher, auf ja, CDs, Hörspiele drauf eingehen, wo Schach referenziert wird. Das haben wir letztens erst diskutiert. Referenziert ist so ein komisches Wort. Hört sich irgendwie falsch an. Okay, ich glaube, Sheep ist offline gegangen. Ich habe allerdings auch keine anderen Herausforderungen mehr. Dann würde ich sagen, für heute, sei denn einer fehlt noch. Ene, am Mittwoch kannst du auch mitmachen ohne Krone. Also die Morgenshow soll dahingehend ein bisschen anders sein. Wir möchten wirklich die komplette Community, jeder, der Lust hat, darf mitspielen. Das ist ein bisschen anders. Ich bin ja auch kein Großmeister und kein Titelträger. Wir wollen das halt wirklich, ne? Es soll eine entspannte Morgenshow sein für jeden, der Lust hat am Schach. Und jeden, der Teil werden möchte, der Chess24 Community, egal ob jetzt ein Premium-Mitglied oder nicht. Ich meine, wenn ihr das gerne werden wollt, dann ist das immer gut. Es ist ja für euch ein Vorteil, wenn ihr Premium seid, da ihr halt die Chance habt, gegen Großmeister zu spielen, und halt auch die Videoserien anzuschauen und so weiter. Also, das sind ja alle Benefits, die euch was bringen. Dementsprechend, ne, wenn ihr dazu Lust habt. Aber ansonsten am Montag, Mittwoch und Freitag spielen wir gegen alle, auch wenn sie keine Krone haben. Weil wir einfach so schön entspannt am Morgen in den Tag starten wollen. Okay. Ich hinterlasse schon mal einen bleibenden Eindruck. Das freut mich zu hören. Ja, vielen Dank, dass du dabei bist. Danke, Nordau. Bis Mittwoch. Genau. Ich denke, damit belassen wir das Ganze für heute. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ich glaube, das lief ganz gut für die erste Show. Wir haben noch ein bisschen an der Technik zu feilen. Gerade ich muss da noch ein bisschen schauen, wie das mit den Übergängen und so weiter läuft. Aber ja, da gehen wir auch gerne auf eure Vorschläge drauf ein, was ihr findet, was man besser machen kann. Schreibt uns gerne an bf@chess24.com, was ihr von der Show haltet und wie das Ganze läuft. Auch Verbesserungsvorschläge. Dann denkt dran, nächste Woche machen wir Montag wieder eine Partie der Woche, das wir analysieren werden, hier live on stream. Dementsprechend schickt uns das gerne auch dahin, dann schauen wir, also wir schauen uns die ganzen E-Mails an, suchen uns eine Partie raus, die wir dann am Montag vorstellen und dann natürlich auch mit der Nennung des Namens, wenn wir eine Partie von euch auswählen. Genau, und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Mittwoch wieder zu einem Turnier. Ich zeige das nochmal kurz für alle. Badababam. Wenn ihr euch noch nicht eingeschrieben habt, dann bei Twitch Chat, Chess24 Chat, sieht das Ganze so aus. Wir haben ganze 3 Teilnehmer. Hey! Nehmt gerne alle dran teil. Also wirklich jeder kann dran teilnehmen in der Chess24 Community. Es ist nicht Premium beschränkt. Es geht einfach darum, ja, in der Community ein kleines Turnier zu starten. Der Gewinner wird auf eine Hall of Fame kommen.
Wir werden eine Webseite, wir haben eine am Start, wo wir so eine Seite machen werden, wo halt jeder Gewinner des Mittwochsturniers raufkommt und sich dort verewigen kann. Dementsprechend kommt jetzt vorbei. Wir posten den Link aber auch noch einmal auf Twitter, auf YouTube. Und mit den Worten verabschiede ich mich von euch. Vielen lieben Dank für alle, die zugeschaut haben. Einen guten Start in die Woche. Habt Spaß bei unseren Shows. Lasst uns Feedback da. Und ansonsten sehe ich euch am Mittwoch wieder.